Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ich habe mich gerade mal gemutet, also nicht wundern, falls mir jemand dazwischen quatscht. Basalt-Cobblestone. Zum Beispiel der Krabs. Krabs, Dalu und Verdemis sind mit mir in der Gruppe. Basalt-Cobblestone, ja. Und ja, legen wir einfach mal los. Luft einfach. Oh nein. So. Oh doch. So, ich habe den Server nicht neu gestartet. Ey, warte mal, theoretisch darf ich hier rein in die Farm, weil die das gesamte Ding wirklich wesentlich kleiner ist als das Haus. Brands, hast du schon eine Einleitung gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Okay. Bin gut, schon mach ich das auch in der Aufnahme. Ah, hier okay. Ist sogar deine Bude, ja. Die Tür ist sogar offen. Wieder. Wow, was ist das für ein geiler Stein, ey. Marble, aha. Wow. Welchen Stein, wo guckst du gerade? Bei Verdemis war ich gerade. So, er hat sich viel getan bei mir hier. Da liegt eine Kiste und eine Workbench in der... Das passiert, Leute, wenn man 2 Tage nicht aufnimmt. Wo? Ach, Mist, in dem Rosenbiom. Da lag auf einmal eine Kiste und eine Workbench, aber die Kiste so. Ist leer. Hä, wie sieht denn das Portal aus? Wieso? Tropics-Portal, aha. Was? Was für ein Portal? Wo? Das hier beim Marktplatz. Beim Start, ja. Da steht Tropics-Portal. So... Ja, genau, richtig. Aber es geht in Nether, richtig? Ja. Richtig, ja. Ach du heilige Scheiße, wir hatten hier so eine dicke Leiter gebaut. Das ja, genau, abgehen. Richtig, super, ne? Das ist, glaube ich, Morschis Abscheulichkeit. Ja, das wird abgerissen, das hat er doch schon selber gesagt. Was ist das denn, ey? Wusste er nicht, dass man fliegen kann, oder wie? Das ist der Knast. Wenn du Strafen hast, musst du da alle. Drin 5 Folgen aufnehmen. Ach, ich bin ja auch blau. Dann darf ich hier ja rein. Du darfst in den Knast rein, ja, aber will man das? Wenn ihr die Roten seht, sagt mir direkt Bescheid, ey. Okay. Brauchst du wieder ein paar Kills? Ja, ich jag sie, aber die verraten mir nicht, wo sie sind. Ich jag hier niemanden. Ich bin Level 3. Ja, ich bin Level 3, das ist ja das Problem. Wir sind alle Level 3, aber die können uns ja zuerst angreifen. Ja, müssen sie sogar. Ja, und dann, wir müssen ja zu... Ist das, nein, Moment, ist das er wirklich zwang. So? Er zwingt, ist kannst er nicht einfach abgesoffen, ey. Moment, das ist wichtig jetzt. Am Spawn, gucken, wo er herkommt. Und dann, wo er hinfliegt. Jawohl. Vielleicht hat er auch ein Bett. Aber ich helfe euch mal, weil ich so nett bin. Wo kommt er? Kommt er weg zu den Platten wieder, oder was? Wenn er nicht hier lieber von Krabs. Seinem Ort aus loslegt. Ich könnte sagen, wenn er sich zur Mitte geportet hat. Aber das hat er bis jetzt noch nicht getan. Ja, da steht ja unten. Das sieht ja jeder. Der müsste ja auch, wenn irgendwie ein Bett vielleicht haben. Wer dem ist, was mache ich denn jetzt am besten erstmal? Du bist doch schon Pro-Gamer. Du kannst doch schon mal hier zu mir kommen, dann kriegst du schon mal vernünftige Hacke, mit der du auch alles abbauen kannst. Okay, geil. Er kriegt die schon. Ja, ich habe eine Diamanthacke. Ja, ich mache gerade 3 Stück. Ich habe eine kaputte Diamanthacke. Ich habe 3 Stück gerade. Lord, wer dem ist. Ach, da hast du deine Blauflagge. Also hier darf ich jetzt da rein, richtig? Ja, genau. Du darfst da rein, ja. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich will jetzt nicht Ewigkeiten wieder rumfliegen hier und wieder darf ich nichts auch noch schaffen. Überall dann, rein. Nimm das Werk. Was willst du denn dann? Sein. Mach doch, dann konzentriere ich wirklich erstmal darauf, irgendwas zu machen. Oh. Ja, gar nicht. So, jetzt so, ich brauche das. Das. Sowas Ekelhaftes hier. Oh, ich baue sein Haus doch eher. Guck mal, hier könnte dich jemand aber angreifen, wer dem ist. Warum? Das ist alles eingezäunt. Das ist die Fledermonster. Das bin ich. Aber hier hinten hast du zum Beispiel keine Flagge dran. Hier muss eine Flagge ran. An die Haustür müsste das theoretisch ran, aber ist ja momentan noch Safe Zone. Ändert sich das mit der Safe Zone irgendwann? Achso, wurde hier schon. Nee, es ist eine Safe. Ich komme hier nicht rein, Leute. Ey, ich komme da nicht hin. Danke. Kannst du diesen Gang mal freundlicher für große für Spinnen bauen? Was kann ich denn hier oben machen? Was kann man hier oben machen? Nix, okay. Hast du hier schon, hast du noch einen Moosball? Guck ich gleich mal. So ein Fossi-Mossi-Ball da? Casting-Table, ey, zum Glück nicht die Casting-Couch, ey, da wäre ich wieder gleich gelieft, ey. Echt? Oh, eine Casting-Couch hier. Hier in diese, darf man jetzt in die Truhe schauen zum Beispiel, ja? Reinschauen darfst du. Ja, aber klauen darfst du ja sowieso nichts. Ich muss ja erstmal, was der da hier alles hat, ne? Unglaublich, ey. Das sind nur die Schablonen. Gießen. Und wie hast du das hier gebaut? Was musste man hier... Musstest du da Lava rein? Ja, das ist... Du brauchst
du musst als erstes Grout herstellen, also das ist hier Mörtel. Aus dem kannst du dir dann diese schwarzen Steine brennen und aus denen kannst du dir dann dieses Gerät hier bauen, die Smeltery. Das steht aber in den Cool. Büchern, die du hast. Der Gerät. Kann man Ja, ich muss mir die Bücher alle nochmal in Ruhe durchlesen. Ach, Lava hatte auch schon einiges hier. Ich habe für alles vorgesagt. So, jetzt baue ich erstmal den Degen. Hast du dafür schon So, mit alles? der Ja, Hoe. klar, Was alles bedeutet da. denn Reinforced 2? Das heißt ultra cool. Ja, das ist halt irgendwie verstärkt. Die kannst du auch noch upgraden, die Waffen. Also, wenn du Redstone hast, kannst du die Effizienz erhöhen, dann baust du damit noch schneller ab. So. Ich werde jetzt noch einen der Degen hier mal. Oder vielleicht Grand, sogar zwei Grand, Degen noch Grand. Ja, pimpen. geht ja nicht. Hast du einen Also, Moosball? ich empfehle euch, sammelt Nein, ich habe Killed gar nichts. Blazes. Dann könnt ihr nämlich die aus dem Staub dem der Waffe Feuerschaden geben. Dann fangen die Gegner an zu brennen, wenn ihr die damit trefft. Okay. Das ist ein PvP, glaube ich, ziemlich gut, weil das auch den Gegner, glaube ich, ziemlich verwirrt, wenn er auf einmal in Flammen steht. Ey, du hast Dein Haus brennt. Ich habe dein Haus angezündet. Hört auf, mein Haus anzuzünden. Finde ich nicht nett. Ja. Ah, da ist ja ein Blaze. Warte, ich schau dir mal eben tot. Fuck. So. Scheiße, ich hoffe, Ey, was baust du denn hier unten? Advanced Ein Solarpanel wurde nicht in die Luft Aluminiumbusch? gesprengt. Wächst das Aluminium hier an den Bäumen oder was? Ja. Wo liegt der Busch denn da? Da wächst das Aluminium dran mit der Zeit. Herrlich. Verarscht uns doch. Nein, ohne Scheiß. Was will er uns erzählen, ey? Ist Aluminium wichtig? Ja, für den Kram hier, ja, das brauche ich. Um die bestimmten Legierungen herzustellen, brauchst du das halt. Was mache ich denn jetzt am besten als nächstes mit dem ist? Material sammeln. Lehm, genau. Lehm, Sand und Kies. Was, Lehm? Ja. Haha, geil, ich habe hier schon 5, 6 Lehm. Und Sand und Kies. Habe ich auch, nur im anderen Haus. Viele Öfen der Schlingel schon hat hier. Ja, das ist ja nicht schwer. Da kann ich. Soll ich dir mal kommen? Hast du was zum Fliegen? Ja, ich habe die Fledermaus auch schon. Ja, Ich komm warte mit. hier noch, weil Ja, bei nein. dem es gibt mir gleich Ja, noch das was. ist. Ich klopp dir da hinten eben 100 Öfen aus der Wand. Ach, mit dieser geilen 3x3 Spitzhacke Ja, oder was? Ist das die, die mit ich jetzt dem auch Hammer. habe? Nee, das ist Nee, der nee. Hammer. Der Hammer ist, das kann ich dir auch eingeben. Ja, was soll ich dann noch mit der Spitzhacke? Der Hammer hackt ja immer 3x3 ab und braucht deswegen auch länger. Wenn du jetzt Ach aber nur so, gezielt okay. einzelne Erze aus der Wand schlagen willst, dann nimmst du die Spitzhacke. So, ich hätte jetzt hier schon mal einen Rapier, der schon mal voll ausgebaut mit Sharpness ist. So lange braucht der? Krass. Der macht jetzt so viel, eigentlich im Prinzip so viel Gib Schaden mir den, wie weil ich killen will. Dann hole ich sie direkt. Der macht so viel Schaden wie ein Diamantschwert, allerdings ignoriert er Rüstungen. Also ist das jetzt so gut wie ein Diaschwert? Was könnte ich Passt jetzt hier genau, noch ja. drauf verzaubern, dass es noch besser ist? Du könntest, also ich würde da noch, wie gesagt, mit Blaze Powder, dann kriegt das Ding Flammenschaden. Wie kann ich nochmal die Außenansicht aktivieren? F2? Blaze Fünf. Powder, Blaze Powder. F5. Da musst du Blazes Flammenschaden. im Ja, Meter. ja, ja, Was ja. hab Könnte ich denn ich da noch auf dem drauf Kopf? machen. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Ja, du kannst natürlich mit dem Diamant noch Haltbarkeit drauf, aber es ist ja im Warte Endeffekt mal kurz. Pillepalle. Ich hab da einen Fötus auf dem Au! Kopf. Wollte nur testen. Es gibt Knockback, gibt's auch noch. Ah, ja, was ist das? Muss ich nachgucken, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Okay. Hattest du noch Slimy Balls? Guck mal eben. Komm, raub ihn aus jetzt Was, mal. du, Slimy Balls? Du meinst Moose Balls, Aber meinst das du? Diamantschwert macht Biggie sieben Smalls. Attack-Damage. Ja, das hat 6, irgendwas jetzt, aber Bei mir das steht Ding aber ignoriert. 4. Ja, nee, das ist noch nicht upgegradet. Das Dardu ist upgegradet. Mein Ich habe aber. Breitschwert hat Deswegen 14. behalte ich lieber mein Schwert. Ich habe aber kein Dingens mehr hier, wie heißt es? Quarz. Den brauchst du dafür, für die Sharpness. Dann wird das Ding halt stärker. Der Vorteil der Degen ignoriert aber Rüstung, ne? Ist egal, was der Gegner anhat, Oh, der das ist Schaden geht geil. einfach durch. Ey, wir hatten hier so ein hässliches Ding vor mein Haus gebaut. So, nee, scheint keinen mehr zu haben, Dalu. Was braucht man? Du hast aber einen Wassereimer, ne? Ja, warte, ich habe aber, glaube ich, noch Ja. irgendwo bemooste Steine. Ja, dann sonst hätte ich dir eben hier Steine geholt, ganz viel. Ich brauche zwei diese Mozzie Bowls noch. Das geht auch unter das Schwert, oder?
Oder geht auch aufs Schwert? Doch, geht auch aufs Schwert. Ja, okay, dann wollte das einmal auf dem Schwert. Ich hole jetzt eben Steine, das ist doch gar kein Thema. Ne, ich hab hier noch, ich hab noch welche. Hier, Mossy Cobblestone. Okay, wie viel, also genug? 43. Wer dem ist, wir wohnten hier genau gegenüber. Scheiße, ich hab ja nicht mal Gold mehr hier. Ich weiß es gar nicht so genau. Direkt gegenüber bist du doch, oder nicht? Ja, aber hier, genau neben mir. Wer ist denn das mit den blauen Bäumen und so? Wie geht denn das nochmal mit... Dalo, weißt du aus dem Kopf, wie das ging? Was hast denn du jetzt? Hast du Stein in der Hand oder Wasser? Oh, nee, ich hab jetzt die Mossy. Dann einfach komplett voll. Einmal voll. Ach, einmal alle voll war's, genau, ja. Okay, ich brauch zwei war's. Stück. Kriegen wir hin. Der geh doch rein, ey! Was ist denn los? Hier, Krabs, wie bist du gerade? Wir müssen aufhören. Mhm. Alles klar, wir sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Tschüss. Machst du noch einen mit, Krabs? Ja, klar, natürlich. Okay, gut. Du bist dran. Schnell, bevor ich den Mossy-Stein bekomme. Ja, mach. Ich zähle einfach gar nicht, ich fange einfach an. Und start. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Trust and Betrayed mit Grants, Vadimis und Dalukat. Hallo. Hallo. Und wir haben den beiden jetzt gerade mitten in die Aufnahme gequatscht, weil die nämlich schon aufnehmen. Genau. Die sind auch mitten in unsere Aufnahme gekommen. Naja, aber ich war immerhin so nett und hab's im Stillen gemacht. Ich habe nicht mal mehr Gold hier. Ich könnte kurzen. Könnt ihr jetzt mal gucken, Waffen habt ihr jetzt, dann werde ich mich jetzt mal darum kümmern, dass ich euch die Exosuits baue. Ja, genau. Und da wollte ich noch mit dir sprechen, weil du sagst, man kann ja mehrere Eigenschaften damit verbinden. Genau. Wenn ich mich auf zwei Eigenschaften konzentriere, kann man die dann ausmaxen oder kann man nur eins maximal also haben? Also absolut maximieren kannst du natürlich nur eins. Dann musst du, wenn du jetzt auf jedes Teil maximal Bewegungsgeschwindigkeit drauf knallst, kriegst du 30% Bewegungsgeschwindigkeit. Kannst du es aber auch aufteilen. Das geht auch. Dass du von jedem ein bisschen was nimmst. Hätte ich gern 50-50 Springen und Rennen. Also Springen ist, das ist nur ein Upgrade auf die Stiefel. Ah, das dann ist, hat nichts mit dem anderen zu tun. Dann würde ich gerne nur Springen und Rennen. Okay, mit 30, das ist richtig cool, wenn du das komplett anziehst, dann verzieht sich auch so ein bisschen die Sicht halt, ne? Die wird so ein bisschen verzogen, weil du dich dann super schnell bewegst. Ist total geil. Ja, Krabs, wo bist du gerade? Bei mir im Haus. Warum? Bei mir im Haus. Ich wollte dir die Sachen bringen, die ich gebaut habe. Ja, warte, ich kann also brauche ich jetzt ernsthaft Lehm? Ist Lehm wirklich wichtig? Ja, ist ungelogen. Lehm brauchst du. Aber wenn du sagst, du hast 5 Stacks, dann ist das eigentlich schon ausreichend. Also Lehm brauchst du, um das, um die Smeltery zu bauen. Die Schmelz. Okay. Denkst du, verarscht dich oder was? Ja. Eigentlich schon. Nein, du willst keine bauen. Dann, du kannst auch meine, ihr könnt auch meine benutzen. Ne? Alter, also, Marv hat ja auch schon aufgerüstet hier. Ey. Ich bin hier. Ich bin die Fledermaus. Ah, okay. Warte. Einmal die Spitzhacke. Damit kannst du jetzt alles abbauen, auch die Sachen im Nether. Cool. Und hier ist ein Rapier. Aus dem Nether kannst du für den Rapier kannst du dir Quarz holen. Den kannst du da draufknallen. Damit ich glaube, Quarz habe ich sogar noch. Genau. Brauchst also Nether-Quarz. Und damit kannst du, glaube ich, 72 mal draufhauen. Dann kommt das Schwert auf einen Schaden von 6,75 oder sowas. Also fast wie ein Diamantschwert, nur dass es eben Rüstung ignoriert und schneller zuhaut. Aber das, was ich hier jetzt in der Hand habe. Ach nee, siehst du ja gerade gar nicht. Warte, ich verwandle das mal. Das ist lilane Schwert, ist das? Ja, nee, ich habe gerade ein anderes noch in der Hand. Das hier ist ein Breitschwert. Okay. Das hat 14 Schaden. Hm, das Doppelte wie ein Diamantschwert. Ja. Der Vorteil beim Rapier ist halt, wie gesagt, rüstungsignorierend und der haut schneller zu. Wie viel zieht die Rüstung dann weg? Stimmt, der Rapier schlägt doppelt so schnell zu, wie das Diamantschwert. Genau. Ja. Ich will mal kurz hauen. Oh. So ein Creeper haust du da direkt weg, bevor der überhaupt anfängt, sich zu ziehen. Das ist ja auch geil, ne? Mit dem rechten Maustaste. Ja, stimmt. Du kannst damit super ausweichen. Ach ja, stimmt. Du machst so einen Backjump. Ja. Genau. Du musst aufpassen, dass du aber nirgendwo runterhüpfst, ey. Ja. Und du kannst das Ding auch noch zusätzlich verzaubern, ne? Zu den Upgrades kannst du es auch noch verzaubern. Ja. Mit Schärfe? Zum Beispiel. Zum Bleistift. Aha. Schärfe ist ja das, was du durch den Quarz bekommst. So, dann werde ich mir jetzt mal eben, wo habe ich denn meinen Hammer? Ich muss tatsächlich Gold sammeln, weil ich Gold nicht habe und Gold brauche. Wie viel brauchst du denn? Stimmt, deswegen habe ich kein Gold. Ich habe das ganze dir gegeben. Wie viel Gold brauchst du? Ich brauche halt so ein bisschen was, keine Ahnung. Nicht viel. Bist du? Immer noch hier. Warte, ich fliege da wieder hin, wo ich war. Ich habe hier einen 64er Stack. Wenn das du reicht, das reicht, dicke. Geil. Ach, Mensch, hier reicht doch. Ich baue mir. Ach ja, genau. Wenn ihr jetzt nicht, du brauchst die Erze zum Schmelzen, ne? Also als Golderz, nicht schon geschmolzen, oder? Ich kann auch Barren da reinwerfen, das ist egal. Okay, ich kann nämlich eure Erze verdoppeln.
Also gleich kann ich das, ist demwegen will ich ja gerade noch was bauen. Das ist natürlich nicht schlecht. Also was sprich, ich kann die halt zu Pulver malen, also die rohen Erze, und da kommt dann doppelt so viel. Aus einem Stack Gold würde halt zwei Stacks Pulver kommen, und aus einem Pulver bekommst du einen Barren. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Das ist übertrieben, ey. So, warte mal, ich habe noch Kupfer. Hat jemand von euch vielleicht zufällig Zinn über? Kann ich dir leider noch nicht sagen, aber du kannst in mein Haus gucken und mal nachgucken, wenn du willst. Dann ich gucke jetzt mal, was ich noch habe. Könnte das bei sein. Was ist denn mit diesem Lehm, der orange ist? Ist das egal? Ich glaube, also ich weiß nur, ich habe diesen Standardlehm genommen. Als andere. Ob das andere geht, weiß ich nicht. Noch ein Tipp, falls ihr irgendwo allem Dings seid, ne, und wohnt an so einem Hang, wie zum Beispiel mein Haus grün, wenn ihr den Warp hier in der Hand habt, müsst ihr nicht die Tür aufmachen, weil er macht dann einen Satz zurück und ich will dann runterfallen. Dann kannst du nur hoffen, dass du noch in der Fledermausgestalt bist. Ja. Oh wow. Fledermaus hat doch jetzt eh schon jeder, oder nicht? Ja, ich denke. Davon aus. Wie viel Weizen ist da denn? Das Weizenbiom. So, das schmeißen wir jetzt mal alles hier in die Smelter rein. Nie wieder Hunger allein, ey. Wieder. Aber danach bin ich fertig. Wenn das Haus nochmal aufgeräumt wurde, dann habe ich es endlich geschafft, alles einmal zu sortieren. Da habe ich mich noch gar nicht dran getraut. Das ist mein Ziel momentan. Sortieren wird überbewertet. So, dann fliegen wir hier. Wo habe ich denn meinen Hammer hinge? Können wir die anderen auf dem Radar sehen? Nein. Nein. Wir auch niemanden mehr auf dem Radar. Ich hoffe, die wollen mich nicht angreifen, ey. Du könntest sie nur nett fragen, wo sie sind. Aber was sagen sie? Die haben ja noch nicht mal Hallo gesagt. Ich habe noch Hallo geschrieben. Hast du Hallo gesagt? Ja. Ja. Weil du sie töten willst. Hallo, wo seid ihr? Ja, wie fast. Das ist der Hammer. Die Alu-Leitung. So, Grants, willst du auch so einen Hammer haben? Ja, gerne, aber ich bin jetzt gerade hier im Weizenbiom. Ja, kein Ding, ich mach das Ding fertig, kannst du den abholen. Und eine Axt kann ich dir noch anbieten. Ich glaube, ich baue mir hier ein Haus. Wächst der Weizen hier immer neu? Natürlich. Voll teuer. Geil. Weizen, ich könnte mal meine Felder hier. Stimmt, oder ich lege ein Feld einfach an, ja. Habe ich ja auch. Weizen brauchst, kannst du bei mir bedienen. Krabs, du hast schon ein grünes Haus gebaut? Nein. Ich auch, ich hab eins. Achso, das, ja. Mist, ich war nicht schnell genug. Und mein grünes Haus. Mit wem hattet ihr gespielt? Mit Maru, oder? Auch, ja, und mit Shigo. So, sie. Okay, ich hab jetzt genug Leben, Leute. Kann man eigentlich aus Kartoffeln machen? Kannst du dir in den Ofen packen und essen. Ah. Natürlich gut zu wissen. Ich weiß nicht genau, kann auch sein, hier gibt's ja. Kann auch sein, dass du jetzt mittlerweile eine Kartoffelsuppe machen kannst. Das droppt ja fast gar kein Weizen. Lecker Ofenkartoffeln, lecker. Ja. Genau. So, und dann pflanze ich doch hier noch ein paar. Ein Himmelsgarten. Wie viele Folgen kannst du noch machen, bis das Projekt endet? Nein. Keine mehr. Ich bin drüber. Ja. Du wärst bald ausgeschlossen, weil du zu viel gemacht hast. Oh, mir macht das einfach Spaß. Eine coole Sache. So. Ey, das ist ja hier. Wir hatten hier so einen Brunnen gebaut. Ist das Stonehenge hier oder was? Ja, habe ich auch schon gesehen. Das ist aber, glaube ich, von der Karte. Das hat, glaube ich, keiner von uns gebaut. Ja, genau. Das wurde von der Karte generiert. Cool. Guck mal hier. Baked Potatoes. Lecker. So. Was wir nicht alle brennen müssen hier. Hier rennen ja überall Hexen rum. Steine brauche ich auch nicht. Ja. Die wagen sich ja was, ey. So. Nochmal Stonehenge. Achso, jetzt müsste ich. Du sagst Nether Quarz oder Nether Blöcke? Nether Quarz. Okay, und dann. Aber meins ist schon maximal oder noch nicht ganz? Deins ist schon maximiert. So viel hatte ich gerade noch.
Ja, okay, so viel hast du. Achso, um es komplett auf Max zu schubsen, ja. Ja, 72 brauchst du dafür. 72, ja, sehe ich schon. Und wenn du Kobalt oder. Er baut mein Quarz aber ab oder reparier es mit Quarz? Nee, Quarz geht 144 drauf. 144? Ja. Was 144? Ja, du kann sein, dass du es doppelt machen kannst. Ah, nein. 144 also. Angriffsschaden anstatt 7 oder was? So ein Schlag, batz tot. Schaffst du mit zwei Schlägen Ender Dragon. Ja, 200. Weil ich den nächsten Modifikator benutzt habe. Also ich will nur zwei drauf haben. Ich baller nur Sharpness drauf. Ja, kannst auch machen. Das geht natürlich. Verrückter Dalu. Verrückter Dalu. Dann müsste das Ding locker, glaube ich, an die 9 oder so kommen. Und rüstungsdurchdringend. Ja, das hat es ja sowieso schon. Ja, aber mit 9 rüstungsdurchdringend schon. Zwei Treffer, dann bist du wahrscheinlich tot. Na nee, Quatsch. Ja, drei Treffer vielleicht, 3, 4. Hat nun einen Angriffsschaden von 7. Hat sich noch nichts getan, aber ich habe auch nicht so viel drauf getan. Ich bin jetzt bei 103 von 144. Also es ist schon höher. Oh Gott, ich brauche auch noch Glas. Und Stahl brauche ich auch noch. Boah, Mann. Ich müsste eigentlich los und sammeln. Silber. Also ich muss noch mehr quarzen, aber ich muss leider mehr aufräumen, meine Kisten, ey. Ja, meine auch. Oh, seht euch das an, Leute. Wie soll man das sortieren? Schmeiß einfach bei mir sonst Ultra rein. Ultra durcheinander habe ich hier. Und so, wenn ihr übrigens, wenn ihr im Nether seid, ne, Kobalt und Adrit oder wie das heißt, Ardit, immer mitnehmen. Okay. Das ist ja, das ist ja klar. Das baue das ich blaue immer. Und gelbe Erz, das sind so genau. Die Dinger, aus denen wir dieses Manulin machen können. Das ist der einfach Shit. Das Beste, was du kriegen kannst. Das ist der Obershit. Da können wir viel von brauchen. Das Silber. Wie lange verlässt uns der Waffenschmied jetzt bald? Ich bin Mittwochmorgen weg und komme Sonntagabend wieder. Unser Schmied verlässt uns. Nein! Oh Gott, eine Woche ohne Schmiedelehrgang. Schmied. Ja, wir wollen einen neuen Schmied. Na toll. Was los? Was ist denn dieses Aluminium-Gravel-Ore? Das kannst du auch in den Ofen packen, kommt auch genau. Aluminium bei raus. Konnte ich aber nicht kannst abbauen. Du mit der Schaufel abbauen. Mit der Schaufel, ja. Toll. Genau. Und du musst aber darauf achten, bei Aluminium gibt es das einmal von Das Galaxy spielt keine Craft Rolle. Oder Galactic Craft, das spielt keine Rolle, es geht beides? Es geht beides, kannst du alle benutzen. Und ich hab also zumindest bei meinen Sachen kann ich alle benutzen. Wie für zum Beispiel für Galactic Craft ist kompatibel mit den ganzen anderen Sachen. Okay, weil bei mir hat irgendjemand gesagt, das geht nicht. Man muss zum Schmelzen das von Dingen zahlen. Ach so, okay, das kann natürlich sein. Das weiß ich jetzt nicht, wie das beim Schmelzen ist. Ich habe nämlich da jede Menge von dem Galacticraft, habe ich jede Menge von dem Zeug. Aha, wo sind denn Stickies? Hier, Material Holz, da sind Stickies. So, warte mal, ich gehe jetzt aber erstmal lieber nach Hause. Geh mal nach Hause, Grant. Sonst kriege ich hier gleich wieder den nächsten Strike, ey. Was hast du jetzt gemacht? Ja, weil ich ja dann wieder die Folge überziehe. Sonst. Du kannst ja auch außerhalb von zu Hause abmoderieren. Ja, aber ich schaffe ja keine weitere Folge mehr. Wir wollen ja gleich noch zocken. Was? Wollt ihr denn zocken? Ja, die Frage will ich dir auch noch fragen. Moment, das ist ein ganz normaler Dienstagabend. Fistful of Frags und Das wollt ihr zocken oder was? Ja, jetzt gleich um 8. Und ich hab dich auch schon mit eingetragen, Krabs. Wie ist es The Hidden? Okay. Ja. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Wolltest du mir aber noch Bescheid sagen, oder was? Ich wollte im Anschluss. Hey, Krabs, du nimmst gleich noch auf. Echt? Okay. Noch was vor. Was nehme ich denn auf? Fistful of Frags. Ah, okay, cool. Wo habe ich denn Feuerstein einsortiert? Ich brauche so eine Liste, die an jeder Kiste hängt. Ich brauche eine Taschenlampe. Stimmt, Feuerstein. Danke, dass du das sagst. Die brauche ich nämlich auch noch. Werkzeuge, Blöcke. Hier ist ja auch noch ein Schissel drin. Bau dir doch ein Lager, Junge. Ich habe ein Lager mit 800 Kisten. Aber die sind nicht beschriftet, oder wie? Ja doch, aber unter was zählt wohl Feuerzeug? Material? Deko. Zubehör? Redstone. Was? Da, Material, da habe ich es gefunden. Ah, da, Feuerzeug. Eine ganze Truhe voll. Eine Kiste habe ich dafür noch nicht. Stuff. Komm schon, Junge, flieg. Aha, warte mal, wir hatten hier nicht richtig zugemacht. Aha. Grants fliegt einfach rein. Ey. Nee, bin ich nicht, weil man darf nicht durch. Einmal ein darf ich nicht. Hier hat irgendjemand so ein Haus ohne Wände, aber einfach schon so eine Flagge rangebaut. Ach so, du bist in der Sterne City, ist ja eh.
So, dann würde ich jetzt auch das Material haben. Nephias wohnt hier. Oh, ich habe hier den richtig geilen Shit noch in der Kiste. Also dieses mega dunkle Holz. Das ist super cool. Horschis Haus, ey. Geil, oder? Das ist ja sehr freundlich von dir, dass du das noch als Haus bezeichnest. Horschis. So ist er. So nett ist er. So ist er, der Grinz. Oh nein, jetzt hab ich auf Sortieren. Wer wohnt denn hier? Warte mal, diesen Sortieren. Ich stell mal hier ein Schild hin. Wer wohnt denn hier? Melde dich bitte. Ist das der mit der Eisentür? Nee. Ach Mist, ich muss ein rotes Haus finden mit einer Eisen... Also, wer das auch immer ist, der hat eine Eisentür und ein rotes Haus. Weil der hat das Haus so zugebaut, dass keiner reinkommt. Also gar keiner. Er hat den Knopf einfach immer mitgenommen beim Ausloggen. So, geil. Das ist eine Eisentür und da ist kein Knopf dran. So, weißt du, weil er den wahrscheinlich beim Ausloggen immer mitnimmt. Auch eine geile Idee. Oder er hat sein Haus wieder betreten. Ist aber verboten, weil da darf ja keiner Schutz suchen. Also kann ja keiner Schutz suchen, weil er nicht reinkommt. So, schnell rein in meine Bude. 26 Minuten. Ey, no risk, no fun, Leute. Ich mache hier Feierabend. Euch noch viel Spaß und bis gleich im anderen Teamspeak. Ciao, ciao. Tschüss.